Ladies and Gentlemen, guten Tag, willkommen zum Video. Mein Name ist Aposzwelli und oftmals wird dieser Herr Aposzwelli gefragt, welche Methoden denn die besten sind, um online Geld zu verdienen, obwohl ich schon ziemlich spezifisch im E-Commerce drinnen bin. In einer von diesen verschiedenen Möglichkeiten, über die wir auch noch reden werden, was wir heute machen werden, wir werden mal wieder alle aufgreifen, sodass wir mal wieder alle näher kennenlernen werden dürfen. Ich freue mich, dass du dieses Video eingeschaltet hast. Und ich würde sagen, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen und lass uns mit den Online-Geldverdienmöglichkeiten im Jahr 2021 starten. Was noch in diesem Video wichtig ist, ich werde wirklich über dieses schnell Geld verdienen reden, was oftmals die Rede ist in der Online-Szene von Online-Gurus oder sonst was. Und wir werden das einmal heute unter die Lupe nehmen. Ich werde die Möglichkeit vorstellen und sagen, wie schnell das Ganze doch klappen mag. Ich habe schon gut ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich rede von 5, 6, 7 Jahren. Das heißt, ich kann dir auch ein bisschen meine Informationen oder meine Erfahrungen mit auf den Weg geben. Falls du noch mehr von meinen Erfahrungen sehen möchtest, kannst du mir auch gerne auf Instagram mich abonnieren oder mich gerne anschreiben, @aposzwelli auf Instagram. Aber jetzt heißt es, lass uns starten mit Punkt Nummer 1. Womöglich der Punkt, der in letzter Zeit am meisten heiß diskutiert wurde. So viel wurde darüber geredet. Und es ist nämlich der Bitcoin, die Kryptowährungen, um Online-Geld zu verdienen. Ich verkaufe mein Haus, ich investiere in Bitcoin. Okay, das hört man jetzt nicht so oft, okay, ein bisschen übertrieben, weil es im Büro auch Spaß manchmal. Aber die Sache ist die, Leute haben gerade die größte Hoffnung in Bitcoin, Ethereum, Krypto etc. Versteh mich nicht falsch. Okay, ich sage dir heute meine Meinung mit, ich war schon 2017 im Kryptomarkt investiert und ich kann dir heute mal ein bisschen was über den Verlauf 2017 sagen, als Bitcoin in die Höhe gesprungen ist. Ich glaube 2017 oder 2018, lass mir lügen. Ich kann ein bisschen was darüber sagen und die Sache ist die, guck mal, der Bitcoin hat in letzter Zeit einen unheimlichen Run. Das Ding ist in die Höhe gesprungen. Okay. Aber das Problem ist das, er ist nicht in die Höhe gesprungen, weil die Leute den Wert hinter Bitcoin oder Kryptowährungen gesehen haben. Das Ding ist in die Höhe gesprungen, weil es der Mainstream davon gehört hat, schnell investiert hat. Aber wer schnell investiert, der geht auch schnell wieder zurück. Okay, das ist mal das Wort vom schnellen Geld. Hey, wir sind beim Video, du hast drauf, klick das schnelle Geld. Das Problem ist das, was schnell kommt, das verschwindet auch manchmal, oder in den meisten Fällen, schnell. Und wir haben jetzt gesehen, dass viele Leute eingestiegen sind bei 30, 40, 50.000. Und das Ding ist meiner Meinung nach, wenn man kein Trader ist, eine langfristige Investition. Ich habe da rein investiert 2016, 2015, keine Ahnung, vor Ewigkeiten und mit dem vollen Gedanken, weißt du was, ich werde mich jetzt rausziehen und ich werde einfach 10 Jahre warten. Das war für mich Spielgeld, habe es rein investiert. Wenn es verloren geht, who cares? Okay, ist nicht mein Haus drin. Aber ich habe gedacht, okay, ich werde 10 Jahre warten und schauen, in welche Richtung der ganze Spaß geht. So, darum meine Meinung zu Kryptowährung ist folgende. Investiere in Kryptowährung, um schnell Geld zu verdienen, wenn du dich mit der Thematik auseinandergesetzt hast, dir das Ganze gefällt, du in das Unternehmen dahinter investieren möchtest oder in die Unternehmen, in die Nutzen, die Kryptowährung bringen, aber investiere nicht rein, um schnell Geld zu verdienen, denn beim Investieren ist schnell Geld verdienen das Schlechteste, was du machen kannst. Denn du darfst nicht emotional sein. Wenn du emotional wirst, fällst du dumme Entscheidungen. Wenn du dumme Entscheidungen fällst, wirst du wahrscheinlich wieder rausziehen, wenn es mal kurz wieder abbricht. Dann wirst du wieder rein investieren, wenn es wieder höher geht. Du wirst dumme Entscheidungen treffen. Glaub mir, ich sage das, weil ich auch dumme Entscheidungen getroffen habe. In meiner Unternehmerkarriere habe ich so viele dumme Entscheidungen getroffen. Aber aus den dummen Entscheidungen kann man lernen. Oder man kann daraus lernen, wenn ich dir sage, und es war schon schmerzhaft, hey, muss nicht sein. Wenn ich es da vorher gesagt hätte, würde ich sagen, puh. Hätte ich doch nicht gerade rein investiert, als der Bitcoin am höchsten war, 2017 an der Spitze. Okay. Das kann man zum Beispiel sagen. Oder jetzt, wenn der Bitcoin gerade an der höchsten Spitze war, bei 50.000 Euro oder sonst was, hätte ich doch nicht da rein investiert. Aber du kannst das, was ich sage, verarbeiten und sagen, okay, vielleicht hat der junge Mann recht, oder hat der Typ recht, vielleicht hat der wertige Typ da drin recht, vielleicht kann ich da mal, vielleicht soll ich jetzt nicht direkt rein investieren, wenn der ganze Mainstream drinnen ist. So, Punkt 2. Online Geld verdienen, schnell online Geld verdienen mit der Möglichkeit von Dienstleistungen im Internet anzubieten. Und das Ganze sieht so aus. Ich gebe dir jetzt eine Anleitung und sage dir, wie das Ganze funktioniert. Upwork.com, Fiverr,
und dann noch Textbroker, seit ich schon mal erwähnt habe. Das Ganze funktioniert so. Ich finde es eine geile Möglichkeit, wenn du eine Fähigkeit hast oder einen Skill, den du anderen anbieten kannst, um dafür entlohnt zu werden. Die einfachste Fähigkeit ist wirklich die des Deutschübersetzens. Weil viele ausländische Unternehmen wollen deutsche Übersetzer. Wir kommen rein, wir machen das, so, und wir kriegen unsere Vergütung dafür. Das Ganze kannst du online machen. Dann kannst du dich dafür online anmelden, kannst du die ersten Aufträge mal reinholen, dass du mal reinschnupperst, dass du mal siehst, okay, es geht doch echt online Geld zu verdienen. Das Ganze könntest du beispielsweise machen mit gutem Gewissen, dass du einfach sagst, okay, ich werde jetzt hier, vielleicht kannst du IT, das wäre super, IT wird saugeil bezahlt, in der Dienstleistungsbranche. Okay, ITler zu finden ist auch schwierig, by the way. IT kannst du vielleicht, so, du kannst auch Deutschkenntnisse, du kannst vielleicht Deutsch Aufsätze schreiben, Deutsch Produktbeschreibung, Deutsch Bücher, also ein bisschen mehr längere Absätze, 10.000, 20.000 Wörter. Vielleicht kannst du auch E-Commerce, vielleicht kannst du Facebook-Ads schalten, wobei das schwieriger zu finden ist, muss ich auch ehrlich sagen. Da soll ich da nicht reinlegen, ist die Kunden da dran zu holen, ist schwierig. Vielleicht kannst du designen, als Designer kannst du zum Beispiel auch bei mir arbeiten, bewerbung@marketconsult.de, kannst du eine Bewerbung abgeben. Oder im Moment, ich werde hier einen Link runter platzieren, das ist marketconsult.de/karriere. Vielleicht kannst du als Designer bei mir arbeiten. Vielleicht generell auch Adobe Skills, okay, das heißt selbst Video-Cutting. 2-3 Minuten Imagefilme, 2-3 Minuten Werbeanzeigen kreieren. Das alles könntest du machen und damit könntest du online Geld verdienen. Ist das schnell? Ja. Du machst das, zack, kriegst die Auszahlung, kriegst die Vergütung. Kannst du machen, kannst den Kapital so aufbauen und dann reinvestieren. Vielleicht Kryptowährung. Aber, oder auch in andere Sachen. Oder einfach in den Urlaub mit der Freundin mal weggehen. Keine Ahnung. Es ist zusätzlich verdientes Geld. Geld gleicht deiner investierten Zeit x Arbeit. Okay. Was für eine Arbeit du verrichtest. Je höher die Arbeit, je schwieriger die Arbeit, desto mehr wirst du wahrscheinlich vergütet. Okay, in der IT bist du höher vergütet, als wenn du Deutsch übersetzt beispielsweise. Das ist die Welt. Was Problem dabei ist, ja wahrscheinlich schon festgestellt, hat, man braucht Fähigkeiten, Skills, Dienstleistungen, die man dann im Nachhinein anbietet. Wenn das noch nicht gegeben ist, was machen wir dann? Keine Sorge, euer Apo hat euch. Wir werden euch die Möglichkeit vorstellen, wo ihr keine Skills braucht, wo ihr weniger Skills braucht. Okay. Und was ihr erlernen könnt und nicht aktiv Zeit gegen Geld tauschen müsst. Das Problem ist, ihr tauscht aktiv Zeit gegen Geld, Arbeit gegen eine bestimmte Sache und ihr könnt damit eine Vergütung. Es geht in der Online-Welt einfacher und das erzähle ich euch jetzt nochmal gleich im Nachgang und dann im übernächsten Punkt ist das sogar. So, nächster Punkt, den höre ich oft, Influencer werden. Mit Reichweite, Geld, verdient der Traum von so vielen Jugendlichen. Hey, ich werde Influencer und dann mache ich Werbung für Produkte und dann werde ich reich. So, das Problem ist, es gibt viele Influencer mittlerweile. Und meine Empfehlung an Influencer ist folgende. Baut euch erstmal langfristig eine Community auf. Der Moment, wo ihr auscasht, ist ein Cut und ihr werdet nicht mehr so viel Community aufbauen können. Das heißt, je länger ihr zurückhaltet, desto größer kann eure Community werden. Baut die Community auf, Stück für Stück, ewig lang und ab einem bestimmten Zeitpunkt könnt ihr dann auscashen. So, das Problem ist, wie man hier wahrscheinlich sieht, Influencer müssen ihre Zeit investieren, um Reichweite weiter aufzubauen. Das heißt, die Fähigkeiten zu lernen, als Influencer Shops zu machen, noch die Reichweite aufzubauen, das spielt gegeneinander. Okay? Und das ist dann im Nachgang nicht so einfach. Man Fehler machen etc. etc. Dann meine Empfehlung hier, baut euch lange eine Community auf, haltet zurück und der Moment, wo ihr dann Geld macht daraus und macht keine Werbung für schlechte Produkte. Das ist das Sinnloseste. Ihr baut euch eine Community auf für 500 Euro, das hier, wir erinnern uns an dieses eine Video, dafür 500 Euro opfert ihr eure Community und ihr macht euren Ruf oder Namen der Community schlecht für 500 Euro. Je nachdem, was es ist. Wenn es Produkte sind, die Fake-Produkte, man kennt es doch. Macht das nicht. Okay, macht das einfach nicht. Und seid ehrlich zu eurer Community. Wir erinnern uns zu guter Letzt an das Beispiel von unserem sehr, sehr geliebten Jota, der ziemlich strange Sachen abgezogen hat. Und ja, einen Großteil seiner Community verloren hat. Denn der Community folgt dir, okay, nicht, weil du Leute abziehst, sondern weil sie deinen Inhalt mögen.
Okay, weil du ehrlich bist. So, viele Gründe. Ich empfehle, ich werde euch mal das Video unten markieren. Mach mal. Was der Jocht abgezogen hat, beispielsweise den Influencer. Okay, macht das nicht, wenn ihr Influencer sein wollt. Und ihr müsst das Video nicht sehen, wenn ihr nicht Influencer sein wollt. Sondern wir kommen jetzt zu Punkt Nummer 4. Meiner Meinung nach das Beste. Es ist nämlich, schau mal, stellt euch online Geld für einen riesig großen Kreis vor. So. Und einer der größten Kreise hier drinnen, okay, einer der größten Kreis einnimmt, ist E-Commerce. Online-Handel. Die Königsdisziplin unter Gold, die Online-Geld zu verdienen. Es ist wieder Handel plus Online. Online-Handel. Jedoch gibt es unterschiedliche Konzepte, in denen man das E-Commerce, oder in denen man E-Commerce ausüben kann, lernen kann und davon profitieren kann. Wir reden mal von Punkt Nummer 1. Das ist Amazon FBA. Produkte online zu verkaufen auf Amazon. So, es gibt eine weitere Möglichkeit wie das Dropshipping. Produkte zu importieren, also nicht importieren, doch importieren aus China und in Deutschland weiter zu verkaufen, wieder ein Onlinehandel. Affiliate Marketing, wenn ich jetzt mal eine Art von Onlinehandel hier reinnehme, weil wir verkaufen wieder online ein Produkt und kriegen dafür dann nochmal eine Provision, ohne die Produktionskosten bei Affiliate Marketing abzuziehen. Aber das ist ein ganz anderer Zweig, da möchte ich den mal ausklammern. White Labeling, man importiert Produkte wieder aus China und im Vergleich zu Dropshipping, so, machen wir noch eine Marke drauf, das ist für White Labeling, auch eine Art vom Online-Handel und du kannst auch digitale Produkte beispielsweise verkaufen, auch eine Art vom Online-Handel, aber ich werde jetzt von der Online-Handel-Methode und an diesem Beispiel will ich das Ganze ein bisschen ausführlicher erklären, dann ist das Beispiel vom Online-Handel mit Print-on-Demand, okay? Und werden anhand von Print on Demand mal E-Commerce vergleichen. Warum bin ich beispielsweise im Print on Demand drin? Ja, und wahrscheinlich werde ich ein bisschen positiv auf Print on Demand reden, weil ich mache es halt einfach gerne. Wir werden anhand von Print on Demand E-Commerce erklären. Ich mache Print on Demand selber, kann sein, dass ich ein bisschen positiver darüber berichte. Aber meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Sonst will ich eine andere Möglichkeit machen. Ich mache ja Print on Demand selber. Die Frage ist, warum? Weil ich selber als die beste Möglichkeit finde. So, wir haben ganz kurz fest. Print on Demand oder E-Commerce allgemein ist die Art und Weise, um Produkte online zu verkaufen an einem bestimmten Kundenstamm auf einer bestimmten Plattform. So, Produkte, Kundenstamm, Plattform. Und wir gehen das mal einzeln durch. Jetzt im Print-on-Demand. Die Produkte sind beim Print-on-Demand meistens, du kannst zum Beispiel eine Druckerei in Deutschland wählen. Wenn du wissen willst, Druckereien, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Ich kann mir meine Druckerei beispielsweise weiterempfehlen. Du hast zum Beispiel eine Produkte beim Print on Demand. Das sind Basics, wie ich das hier gerade anhabe, ein schwarzes T-Shirt. Und da kommt ein Design dann drauf. Okay, zack, hier, überall. Auf die Bauchtasche, keine Ahnung, überall auf den Rücken, hier in den Nacken rein, je nachdem, wo du es haben möchtest. Kommt ein Design drauf. Und das Ganze sieht dann so aus, als das deine eigene Marke, Kleidungsmarke. Und die Textilbranche, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, jetzt bricht mir bitte nicht das Genick. Ich sag mal ungefähr 50-60% in Online-Handel sind in der Textilbranche. Die Textilbranche ist riesig im Online-Handel. Und wie kann das so viel Umsatz machen mit der Textilbranche? Es ist die größte Branche, nicht zu guter Letzt der drittreichste Mensch der Welt ist ein Besitzer von Modemarken. Textilbranche ist riesig und die Leute lieben Textil, weil erstens ziehen das selber an, müssen anziehen, stell dir vor, ich war hier nackt, so, wäre ein bisschen kurios, ich musste ein T-Shirt anziehen und man zeigt, können sich viele Leute durch das T-Shirt in die Außenwelt repräsentieren, Selbstverwirklichung und nach Kant war das, glaube ich, nach Freud ist der Drang nach Selbstverwirklichung oder ein Drang, ja, der Selbstverwirklichung ein sehr, sehr großer Drang, dem Menschen gerne nachgehen. Warum beispielsweise habe ich ein schwarzes T-Shirt an? Es hat auch einen Grund. Ich möchte in die Außenwelt präsentieren. Okay, komm, warum habe ich das an? Ich möchte in die Außenwelt präsentieren, dass ich gerne meine Basic-Produkte trage und dass ich sie dann gerne im Nachgang auch noch bedrucke. Okay, das ist auch der Augengrund. Okay, ich bin stolzer Inhaber einer Druckerei und darum mache ich das hier. Ich möchte auch in die Außenwelt Selbstbestimmung nach Freud oder nach Kant, ich weiß gerade gar nichts. Genau. So. Produkte kriegen wir von der Druckerei. Das heißt, wir gehen nicht wir kaufen nichts im Vornherein ein. Wenn die Bestellung bei uns einkommt, wir drucken und wir versenden und ziehen dabei das Geld gleichzeitig ab. Es ist nicht so, dass man 1000 Euro in Lager investieren muss, was ich am Anfang eh nicht empfehle, weil nicht, dass du drauf sitzen bleibst. Macht das einfach nicht. Das macht gar keinen Sinn. So, du hast deine Produkte. Dann, wir ziehen mal die Plattform vor. Du hast deine Shopify, du hast deine Online-Shop-Plattform.
Okay, auf der du jetzt verkaufst. Du könntest sie auf Amazon verkaufen. Du könntest jetzt auf eBay verkaufen. Du könntest jetzt von anderen Seiten auf deren Seite verkaufen. Okay, du brauchst auf jeden Fall eine Seite. Und was wir gerne machen ist, wir haben unsere Druckerei so konzipiert, dass wenn du einen Online-Shop aufbaust, so, wenn du eine Kleidungsmarke aufbauen möchtest beispielsweise, dann kriegst du deinen eigenen Online-Shop. Den macht man einfach mit Shopify beispielsweise. Du kannst gerne auf shopify.de oder marketdesigns.de Shopify oder marketconsult.de Shopify, habe ich noch einen Link für dich. Kannst dich eintragen, 14 Tage kostenlos, kannst du einfach mal das ganze Shop-System einmal aufbauen, anschauen. Du hast gleich eine App von uns, kannst deine Produkte integrieren. Wie man das ganz Restliche macht, schau mal restliche Videos an auf YouTube oder schreib mir auf Instagram oder trag dich ein auf marketconsultive.de, indem wir Leute suchen, die eben sowas machen wollen, dass wir mit denen zusammen arbeiten, dass wir ihn noch größer machen. Was jetzt mache ich ganz Folgendes. Du hast jetzt deine Druckerei. Kann auch ein x-beliebige sein. Deine Entscheidung. Du hast jetzt eine Shop-Plattform. So, jetzt fehlen noch die Designs. Die Designs kannst du machen lassen. Gib einfach mal Designs machen lassen. Apos Valley, du kommst auf unzählige Videos. So, die Designs lädst du auf die Produkte hoch an deinem Shop. Das Einzige, was dir jetzt noch fehlt, dass du endlich online Geld verdienst und zwar nicht schnell, also dass du schnell Geld verdienst, auch, ja, man kann schnell Geld verdienen in Sache, man kann auch langsam Geld verdienen. Ich meine, kannst du beides machen, je nachdem wie viel Arbeit und Zeit du rein investierst, möchte ich auch ehrlich mit dir sein, weil viele Leute sagen dir, hey, hier 30 Tage, 100.000 Euro Umsatz und so, hey, wie oft passiert der Spaß, dass du in den ersten 30 Tagen 100.000 Umsatz machst? Das ist eine Lüge, okay, glaubt dem Schmarrn nicht. Ich habe Leute, die 100.000 Euro Umsatz machen, keine Frage. Ich habe Leute, die 150.000 Euro Umsatz machen im Monat. Ich habe Leute, die machen 6.000, 7.000 Euro Umsatz am Tag. Aber wie lange habe ich dafür gebraucht? Okay, auch nicht sehr lange. Ich möchte aber kein Scammer sein, so darum ist mir wichtig zu sagen Folgendes. Ich habe sehr, sehr erfolgreiche Kunden. Die Frage ist, ob du sehr, sehr erfolgreich sein möchtest oder auch mit 100, 200 Euro zufrieden bist. Davon haben wir auch etliche. So, die Entscheidung liegt bei dir, je nachdem, wie groß du wachsen möchtest. Aber ich sage es dir, um online Geld zu verdienen, ohne Zeit gegen Geld zu tauschen, wie bei Punkt Nummer 2, hast du jetzt die Möglichkeit, dass wir einfach sagen, weißt du was, okay, ich habe hier einen Online-Shop und je mehr Kunden jetzt draufkommen, desto mehr Geld verdiene ich, ohne aktiv mehr Zeit rein zu investieren. Weil nach dem Verkauf hast du keine weiteren Aufgaben. Darum, folgender Punkt. Deine Kunden, wie kriegst du die ran? Gib mir kurz die Frage, wie kriegst du Kunden ran? Und wir sind in der Online-Welt, wir werden wahrscheinlich Zeitungen austragen, dass wir Kunden auf unserem Online-Shop leiten können, sondern wir werden aktiv unsere Kunden oder unsere Aufmerksamkeit einkaufen. Und es gibt da so einen schönen Spruch, brauchst du Kunden oder Aufmerksamkeit? Gehe ich nicht an Leute ran und frage sie, ob sie das machen, ob sie das machen, ob sie das machen. Versuche nicht in eine Zeitung reinzukommen, du hockst dich an, machst deinen Laptop auf und du kaufst dir Werbung. Ganz, ganz einfach, du kaufst dir Werbung auf Social Media Plattformen wie Instagram oder Facebook. Du kaufst dir die Werbung. Ganz, ganz einfach. Du zahlst für 1000 Impressionen 5 bis 10 Euro. Für 1000 Leute, die deine Werbung sehen, zahlst du 5 bis 10 Euro. Was jetzt die Aufgabe ist, ist es aus 1000 Leuten, die deine Werbung zu sehen, 1, 2, 3 Verkäufe zu machen. Und schon aus einer positiven Gleichung am Ende des Tages. Ist kein Hexenwerk. Natürlich, ist schwieriger, als ich es jetzt sage. Hier, kauf mal ein bisschen Werbung, machst ein bisschen Gewinn. Sage ich nicht. Ich sage, das ist die Gleichung, das kannst du lernen und das kannst du perfektionieren, um daraus Geld zu machen. Produkt, Online-Shop, passt alles. Du kaufst dir die Werbung, du kaufst dir die Aufmerksamkeit auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Google, auf Pinterest, auf TikTok. Du hast so viele Social-Media-Plattformen. Und du kaufst dir deine Aufmerksamkeit rein, sodass Leute dein Produkt sehen können. Die Leute, die das Produkt sehen, die kannst du spezifisch davon einstellen. Das heißt, du gibst ein, okay, machst zum Beispiel Street Style. Ich möchte jetzt wirklich, dass Leute, die meine Marke sehen, die sich in der Street Style Branche die sich für Street Style Sachen interessieren, die sich jetzt für Dior interessieren. Du gibst das davon ein, du schreibst es rein und nur Leute sehen deine Werbung und du bezahlst nur für Leute, die sich auch für Dior beispielsweise interessieren. Ganz, ganz einfach. Und mit diesem Grundfundament möchte ich dich auf deine E-Commerce-Reise entlassen. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein wenig beigebracht und hat dir mir gezeigt, was du im E-Commerce machen kannst, was für Möglichkeiten bestehen, das Ganze einmal für dich anzuwenden. So,
So, wie du Geld verdienen kannst daraus. Und zwar schnell. Auch ja. Du kannst ein paar Interviews. Ich werde jetzt noch Interviews markieren von mir. Sodass du mal, wenn du neu auf mich zugestoßen bist, dir erstmal, hey, herzlichen Glückwunsch. Oder wenn es dir doch nicht gefallen hat, dann möchte ich nicht beglückwünschen, sondern drück einfach auf X oder Dislike und geh zurück oder weiß nicht. Geh auf ein anderes Video. Aber wenn es dir gefallen hat, dann werde ich jetzt Interviews unten markieren. Okay. Von Leuten, die 200 Euro Umsatz machen, ich werde jemanden markieren, der 100.000 Euro Umsatz macht, ich werde jemanden, der jemand im dritten Monat ein Shop-Angebot bekommen hat für 140.000 Euro, denn wir bringen Leuten bei, wie sie Online-Shops aufbauen, wie sie davon profitieren können und du davon auch profitieren kannst. Darum hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Wenn wir uns schon kannten, hat mich mal gefreut, dich wiederzusehen. Ich bin letzter Zeit nicht so oft auf YouTube, aber wenn es mal der Fall ist, freute mich, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast, ein Like abgegeben hast und einen positiven Kommentar abgegeben hast. Leute, Ladies, Gentlemen, wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Folgt mir gerne auf Instagram, schreibt mich gerne an, lasst uns reden und wir sehen uns bald. Ciao.